Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu The Room 2. Einzigartige Ereignisse bringen dich in die Hallen einer lange vergessenen Gruft. Das einzige Fluchtmittel ist in einem Steinsockel eingeschlossen und anbei findest du eine Notiz von einem geheimnisvollen Verbündeten. Ja, es ist The Room 2, die PC- und HD-verbesserte Version. Anscheinend wurde das Spiel nochmal in jeder Bestandteil neu gestaltet. Und ganz neue Umgebung für jedes Level. Ich kannte dieses Spiel vorher nicht. Das ist vor 2 Jahren auf Smartphone rausgekommen, anscheinend mit sehr großem Erfolg. Was ich persönlich sehr toll finde, ist eine dunkle und spannende Geschichte und nicht nur, dass wir es hier mit einem Adventure-Game mit vielen Rätseln zu tun haben. Und ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Schauen wir einfach mal an. Klicke Tutorial und können Sie hier umsehen. Okay, dann gibt es hier eine Notiz. Wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du hier herauskommen. Willkommen, mein Freund. Es gibt viel mitzuteilen. Sehend bist du noch nicht, doch ich habe dir etwas hinterlassen, das sich sehend macht, auf das dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss es in diesen Raum verbergen und es deiner Schleue überlassen, es zu finden. Ich bin nicht der einzige Geist an diesem Orte. Okay. Sehend sind wir noch nicht und wir haben hier ein Okular mit uns dabei. Aber die Linse ist kaputt. Okay. Ja, wir haben noch einen zweiten Tisch, den wir uns angucken sollen. Die runde Kiste, das gehört alles noch zum Tutorial, da wird man ein bisschen geleitet. Schlüssellochdeckel. Wieso bleibt er nicht oben hängen? Ein Puzzle? Es scheint, als ließen sich einige der Objekte verschieben. Ich denke mal, das passt so rein hier. Ach, hier passt das so rein, ja. Ups. Eine Schublade. Muss man an allem ziehen. Objekt gefunden, eine seltsame Linse. Scheint in das Okular zu passen. Manchmal lassen sich mit dem Okular Dinge sehen, die sonst verborgen sind. Ja, ein Fingerabdruck. Objekt gefunden, ein kleines Stück geformtes Metall. Ich sollte versuchen herauszufinden, wo ich dieses Teil einsetzen kann. Aber bevor ich es ablege, kann ich ja nochmal so einen Blick werfen, wo wir noch mehr erkennen können. Erkunde den Raum. Was gibt's denn hier noch? Wir gucken erstmal, ob hier noch mehr auf dem Tisch lag. Ah, hier ist ein Brief. 23. Oktober 1883. Mr. Rigby, ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in Sie nicht teile. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Mann derart niederer Herkunft und derart geringen Rangs wie Sie niemals einstellen. Es lässt mich erschaudern, dass wir einen Grabräuber bei uns aufgenommen haben. Doch wie Mr. de Montfaucon zu sagen pflegt, in der Not frisst der Teufel fliegen. Was haben wir denn da oben? Die Schaltfläche mit dem Fragezeichen leuchtet auf, wenn neue Hinweise verfügbar sind. Ah, das ist hier. Ich denke mal, das ist optional, sich Hinweise anzugucken. Ich klicke mal drauf. Ich muss eine Stelle finden, an der das Metallteil passt. Weil das haben wir ja eben auch schon herausgefunden und gesagt bekommen. In der Not frisst der Teufel fliegen. Es obliegt nun also mir, Sie bezüglich Ihrer scheußlichen Aufgabe zu unterrichten. Wie Sie sicher wissen, werden Sie bei Ihrer Rückkehr nur dann entlohnt, wenn Sie das Artefakt haben. Sollten Sie abseitige Gedanken entwickeln,
darf ich Sie daran erinnern, dass das Artefakt zwar von enormem Wert ist, aber das auch nur für eine Handvoll Wissenschaftler. Für die Augen oder Hände ungebildeter Herren wie Sie ist es nicht vorgesehen. Ich muss bedingungslos darauf bestehen, dass Sie jegliche Manipulation an dem Objekt unterlassen. Andernfalls könnten Sie in größte Gefahr geraten. Es handelt sich um ein äußerst mächtiges Instrument, das von niederen Geistern in Ruhe gelassen werden muss. Meint er das Geist jetzt? So wie was wir denken? Oder sind wir wirklich ein Geist? Eine Notiz. Zoome ich mal raus. Ja. Hier haben wir ja das rausgeholt, dieses Metallteil. Und jetzt haben wir hier noch so ein Ding. Ich muss es irgendwo reintun. Okay, hier kann ich irgendwie nichts öffnen. Das sieht aber so aus. Also hier kann man irgendwas oben reintun. Hier könnte wohl etwas eingesetzt werden. Nein, das scheint nicht zu passen. Sonst sehe ich ja eigentlich nichts, außer dass wir hier so komische Runen. Das sieht für mich aus wie Runen, ja. Sehen wir uns noch weiter im Raum um. Okay. Ach, hier könnte das vielleicht reinpassen, oder? Ja, eigentlich ist es ja rund, aber... Nö, es scheint nicht zu passen. Wir haben eine Uhr. Ne, eigentlich Nord, Süd, Osten, Westen. Können es nicht benutzen, weil uns ein Teil fehlt. Man fängt schon an. Tja. Obwohl, wir können hier mal das Okular benutzen. Ob wir da irgendwas erkennen können. Hä? Was steht da? S? Ne, warte mal, warte mal. Guck dir das nochmal an. S. S-E-S-W-N. Das kann ich mir direkt aufschreiben. Da haben wir das ja eigentlich schon, was wir machen sollen, aber... Die Sache ist ja die, da fehlt ja irgendwas. Ich habe mir das jedenfalls notiert, das ist bei Puzzlespielen nicht gar nicht mal so verkehrt. Dann gucke ich mir auch direkt mal den Brief an. Nee, da ist nichts drauf. Warte mal, wieso hat er das Okular jetzt weggelegt? Ja, das darf man wohl nicht vergessen. Sich einfach so umschauen. Was ist da? Können wir uns auch was angucken hier? Ja, wo soll ich das denn jetzt reinlegen? Ist hier irgendwas? Tja, jetzt... Ist doch interessant. Also dieser Hinweis, der hilft mir... Der Tisch mit der Notiz hat eine Delle, deren Form... Das ist eigentlich nicht schlecht gemacht, oder? Wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie es weitergeht. Aber hier gibt es eine Delle, wo man das reinsetzen kann. Das sind doch vier verschiedene. Vier verschiedene. Was ist das denn? Das ist doch diese Form. Oh. Da hätte ich mir schon einen abgesucht, aber ist okay. Es liegt ja obliegt an einem selbst, inwieweit er diese Notizen da benutzt, gell? Ja, weil eigentlich macht es ja auch Spaß, das selber herauszufinden, aber ich habe das hier nicht gesehen. Hä? Ach, die kommen hier rein, nur wir müssen mehrere finden. Ja, ist okay. Geht das nicht? Hier? Der Tisch mit der Notiz. Warte mal, der hier? Ach, hier. Oder? Auf der Platte scheinen zwei Teile mit bestimmten Formen zu fehlen. Na gut, dass ich... Oh. Und... Kann ich jetzt dieses Ding hier benutzen? Nee, es rastet auch gar nicht ein. Da muss also hier irgendwas sein. Gucken wir mal mit dem Okular drauf. Da ist nichts zu erkennen.
Wir können das hier einmal groß machen. Ja. Eine merkwürdige Messingkugel. Das müsste irgendwo hineinpassen. Ja, ich denke mal, das passt hier rein. So, was hatten wir jetzt aufgeschrieben, was wir hier auf dem Okular sehen? Süd. Vielleicht ist der Code irgendwo im Raum verborgen. Also so manche Hinweise kriegen wir auch von ihm gesagt. Osten. Dann hatten wir Süden. Dann Westen. Und einmal Norden. Ey, der hat jetzt gar nichts angenommen, oder was? Wieso nimmt er das nicht an? Ist ja interessant, Muss ich das vielleicht so machen? Wie kann er denn zum nächsten springen? Also, fangen wir mal so an. Ach, dann jetzt speichert er das ab. Osten. Süden. Westen. Norden. Also bisher läuft's ja, oder? Aber das mit dem Hinweis finde ich echt super gemacht. Also, das wenn man dann wirklich... ich habe es ein bisschen vorschnell benutzt, aber egal. Ein Medaillon. Sieht interessant aus, das sollte ich mir genauer anschauen. Von ihm kriegen wir ja auch immer Hinweise, oder? Ach, wir können uns die Gegenstände auch so anschauen. Obwohl etwas zu dieser Form passt. Hä? Kann man das vielleicht hier draufsetzen? Das ist ja das Einzige, was wir noch haben, oder? Das ist ja wieder ein Knopf, oder? Inwieweit kann ich das denn drehen? Was ist denn das jetzt? Das sind diese Runen, die wir da auf... Irgendwie aktivieren wir ja auch gerade diese Runen. Auf dem Tisch. Also das, wir schauen das jetzt hier nicht nur irgendwie an. Das dreht sich auch irgendwie von alleine, das Gerät. Das leuchtet jetzt über diesem Teil, was wir da aktiviert haben. Oh, was ist denn jetzt los? Hä? Ach, warte mal, können wir das jetzt so vervollständigen? Abgeschlossen. Du bist geistig und körperlich unbeschadet aus der Gruft entkommen. Doch ich fürchte, deine Prüfungen haben gerade erst begonnen. Illumination. Erleuchtung. Also wir sind aus der Gruft entkommen. Und... sind jetzt auf einem Schiff unter Deck.
Noch immer kein Zeichen und mein Geduldsfaden reißt so langsam. Frustriert bin ich bereits auf den Vormast geklettert. Die Tat eines Narren. Der Nebel ist so dicht, dass ich aus dem Mastkorb kaum das Deck sehen kann, geschweige denn die Helena. Und dennoch habe ich das Waffendeck, die Kanonen bereit machen lassen. Die Männer müssen einsatzbereit. Kann man das irgendwie rumdrehen? Oder? Warum gibt es hier denn so viele Sachen? Vormast, Mastkorb, Kanonen. Was, wenn wir eben das Tutorial hatten, geht es jetzt hier noch ganz anders ab, oder? Mastkorb, Kanonen. Warum sind da so viele Sachen hier so groß geschrieben? Ach, wegen dem hier, wegen dem Schiff. Also einmal den Vormast, Mastkorb und die Kanonen. Können wir jetzt hier an dem Kanonen vor... Ne, wir müssen in die Reihenfolge. Was ist denn der Vormast? Der hier vorne? Warte mal hier. Ist, genau, jetzt haben wir hier so ein Symbol. Ein kleiner goldener Schlüssel. Passt das hier rein? Das sieht aus wie ein Schlüsselloch, gell? Irgendwie. Und dann hatten wir den Mastkorb. Und als drittes die Kanonen. Komm. Mastkorb und Kanonen. Oder war da noch irgendwas anderes? Vormast, Mastkorb und Kanonen. Nö. Warum kann ich mir denn diesen Mastkorb dann nicht anschauen? Ja, dann mache ich jetzt einfach mal die Kanonen. Okay, vielleicht müssen wir doch nicht die Reihenfolge einhalten. Hä? Fehlt hier irgendwas? »30 Wochen sind wir nun bereits auf See, und die ausbleibenden Schätze lassen die Besatzung unruhig werden. Obgleich ich es niemals zugeben würde, teile ich ihre Bedenken. Für Freibeuter steht viel auf dem Spiel, und mein Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Denn auf der See es... Denn auf der San es... Espicito gemachten Gefangenen zufolge müssten wir die Santa Helena in diesen Gewässern gleich hinter Neu-Granada finden.« Tumbe Handlanger waren es, mit allem außer den Arbeiten auf den Decks anvertraut, unvertraut. Tumbe Handlanger waren es, mit allem außer den Arbeiten auf den Decks unvertraut, doch sie sprachen von einem an Bord befindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nahm sie in meine Besatzung auf. Okay. Was passt da jetzt irgendwie zusammen? So Dreieck? Also bei dem Dreieck fehlt es. Sind wir nur in einer Ecke oder was? Nur ist überall gleich das gleiche Symbol. Was haben wir denn hier für Muster überhaupt? Ich wollte mal gucken, ich gehe nur mal kurz hier raus, ob ich hier irgendwie was mit meinem Okular erkennen kann. Nö, wir sind hier einfach nur unter Deck. Gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mir das nochmal anzuschauen. Also,
Gibt's da irgendwelche Symbole, die zusammenpassen? Oder ansonsten wüsste ich auch nicht. Na, es sind halt verschiedene Symbole, gell? Sind bei allen drei die gleiche? Ja, irgendwie schon. Aber wie soll das denn am Ende aussehen? Tja, gute Frage. Eine verdammt gute Frage gerade für mich. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das, warte mal. So, ich kann ja die Helligkeit ein bisschen anpassen. Ich gehe einfach mal jetzt zwei höher, weil manchmal ist mir das einfach ein bisschen zu dunkel. So, jetzt sehe ich auch. Sehe ich auch. Jetzt sehe ich doch viel mehr, oder? Naja. Sind da noch irgendwie eigentlich anderen? Also irgendwie habe ich das Gefühl, als wären da noch irgendwelche anderen Strukturen zu erkennen. Da. Ich kann es aber so nicht sehen, ey. Mann. Nee, da nicht. Bildschirmhelligkeit. Ich gehe jetzt einfach mal ganz hoch. Naja. Sieht dann auch nicht mehr so schön aus und... Lassen wir das jetzt einfach mal fortsetzen, genau. Warum wackeln die denn so jetzt? Ich habe keine Ahnung, hier muss es noch irgendwas geben. Was ist das denn jetzt zum Beispiel? Muss das irgendwie aufeinander zuzeigen oder was? Aber vielleicht kriege ich einen Hinweis, wie das andere aussehen soll. Ein kleiner Schlüssel. Ist überall dieses Dreiecksymbol, was... Also warte mal. Hatten wir nicht noch ein Schlüsselloch hier an irgendwie an dem Ding? Ja, anscheinend nicht. Oder? Nee. Das muss man sich hier wirklich alles genau anschauen. Aber hier hatten wir noch irgendeinen Text. Aber wieso sieht das jetzt so komisch aus hier? Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast, ein Armenviertel. Warum nicht die Kajüten einer geschwind segelnden Galeere? Jeder schwindelnerregende Schritt schleudert mich quer über den Globus, als wäre ein schlichtes Huschen um die Ecke. Wirst du meinem Wege folgen oder dir einen neuen Weg bahnen? Gemessen an meinen eigenen Erfahrungen hast du gewiss schon so mancherlei erlebt. Ich werde weiter Notizen hinterlassen und dies solltest auch du tun, damit wir erkennen können, ob sich unsere Wege kreuzen. Aufregend ist dieser Ort fürwahr, doch irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich auch nicht zu sagen vermag, was, ein Hauch irdischer Realität fällt. Bisweilen riecht es nach Kalk und Theaterschminke. Okay. Jetzt konnte ich das einfach nur mal so nach oben ziehen. Hier ist doch auch so eine Art Schlüssel, oder? Das habe ich schon mal. Guck mal, wieso bin ich denn da direkt rübergesprungen zu der Kiste, wenn ihr noch einen Schlüssel gab? Jetzt mal auf die Notiz gucken. Die Männer müssen einsatzbereit sein. Ja. Ja, hier ist ja auch noch was. Also da muss man ja echt alles ausprobieren. Das Steuerrad des Schiffsrad fehlt. Das Steuerrad fehlt. Es könnte sein, dass dieses... Warte mal. Steuerrad fehlt. Ich habe jetzt jede Menge Schlüssel.
Hinter mir ist nichts, oder? Hier scheint nichts zu sein. Es ist auch einfach ziemlich dunkel hier unten. Da scheint nichts mehr zu sein. Also habe ich ja eigentlich dann... Muss ich das hier einfach mal von allen Seiten angucken. Okay. Ach, jetzt kapiere ich es auch. Da kommt ein Schlüssel rein. Die Form passt nicht. Kann ich mir das mal anschauen? Was habe ich denn hier eigentlich für einen Effekt, dass das hier immer so weiß wird? Also, wir können sehen, dass da unten... Das sieht eigentlich aus wie die Front von einem komisch geformten Haus, gell? Da müsste ich doch eigentlich jetzt nur hier unten irgendwas verändern. So... Das könnte es doch schon sein, oder? Nicht? Ein komisch geformtes Haus. Also das untere scheint zu stimmen. Nur die Sachen hier, die müssen noch diese Form unterstützen. Das da passt. Dann ist das hier auch noch richtig. Aber einen Schlüssel haben wir ja noch. Und nicht vergessen, dass wir da auch mal, dass wir auch dieses Oculus benutzen sollten. Ich zoome nochmal weg. Ne. Ohne Oculus. Was soll das denn sein? Kann man noch irgendwas machen? Okay. Sieht aus wie so ein Stießmechanismus. Das ist da irgendwie wie so ein Zahnrad. Aber ich kann eigentlich mit nichts nirgendwo hier rumdrücken. Außer, dass wir hier irgendwie so ein komisch leuchtendes Ding haben. Was soll das jetzt darstellen? Ach, jetzt kann ich das hier so drücken. Aha, ist da jetzt so ein Knopf? Der ging doch jetzt rein. Oh ja, klar, da fehlt jetzt noch mal was. Hier ist dann noch so ein Knopf. Was ist das jetzt? Ach, einfach nur wegziehen. Mhm. Jetzt fehlt uns aber noch eine Sache. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen clueless. Da bin ich jetzt ein bisschen ratlos. Ach, das habe ich gar nicht gemacht, gell? Ich habe nur gedrückt. Aber man muss ja nicht nur drücken ausprobieren, sondern einfach mal ziehen. Aha. Was war denn das für ein Geräusch? Das wäre es, während man so in aller Ruhe sich mit einem Rätsel beschäftigt, dann kriegt man dann von hinten eine gewischt. Das sieht so aus, als könnte ich doch jetzt dieses Ding da benutzen irgendwie. Wir haben jetzt doch eigentlich alle aktiviert. Muss ich jetzt einfach mal einen Schlüssel reinmachen oder was? Aber was ist denn das mit dem Okular? Wir haben ja immer das nur einmal. Ich habe keine Ahnung. Das
Muss doch hier jetzt irgendwas mit der Kiste sein. Vielleicht jetzt einen anderen Schlüssel? Das wird jetzt hier alles wieder so komisch. Das sieht ja jetzt ganz normal. Der hat aber keine besondere Form, gell? Also. Das ist, glaube ich, nix, ey. Das ist, glaube ich, nix. Ich kann die auch gar nicht mehr drehen. Davon mal abgesehen, kann ich die jetzt auch gar nicht mehr drehen. Tja. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Natürlich hatten wir jetzt noch den Schlüssel, den ich vielleicht irgendwo hier benutzen kann. Aber Steuerrad haben wir nicht. Ich denke mal, Schlüssel kann ich da auch nicht irgendwo reinstecken. Nö. Ich kann das auch nicht bewegen. Ich sag mal, da hörst du doch immer jemanden irgendwie so rumlaufen, oder? Das haben wir ja gedreht. Naja. Aber hier ist... Nee, das sieht aber nur so komisch aus, gell? Aber eigentlich ist das nix. Hier gibt's auch nix. Was ist denn das für eine Plakette da unten? Kann man uns nicht angucken. Gut. Jetzt ist es wieder Zeit, mal da oben zu gucken, ob der Hinweis mir wirklich hilft. Diese Fassung oben in der, an der Truhe, da passt sicher irgendetwas rein. Das, tja, also die Hinweise halten sich manchmal schon in Grenzen. Das ist schon wieder einer, der irgendwie so rumläuft. Diese Fassung an der Truhe, da passt sicher etwas rein. Ich meine, die Form ist ja schon relativ markant. Das ist wie so ein Zahnrad. Nur was für ein Zahnrad soll ich denn hier nehmen? Kann ich das hier nehmen? Wieso macht er jetzt schon wieder einen Hinweis? Das Objekt, das in diese Fassung passt, findet sich bestimmt irgendwo in dieser Truhe. Was, was... Das Objekt, was in diese Fassung passt, findet sich bestimmt irgendwo in dieser Truhe. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen, irgendwo was zu sehen. Das könnte ja sein. Oh, jetzt haben die schon wieder hier an der Seite so ein Ding versteckt, oder was? Denn das? Okay, merke, wir müssen uns jeden Gegenstand von allen Seiten nur anschauen, ey. Okay, aber jetzt weiß ich trotzdem nicht, was das soll. Soll ich da einen Schlüssel reinstecken? Nö. Jetzt habe ich hier an der Seite irgendwas erkannt. In dieser Truhe. Irgendwie dran ziehen kann ich auch nicht. Was haben wir wieder ein Hinweis? Ich muss mir den Griff an der Seite der Truhe anschauen. Jetzt gehe ich ja nur noch durch die Hinweise hier. Ich kann mir den Griff doch gar nicht genauer anschauen. Ach, an den können wir hier ranzoomen. Oh Mann, ey, da muss man ja wirklich jede Kleinigkeit. Ja? Eine seltsame Röhre gefunden. Wow, hier ist ja alles Mögliche irgendwo versteckt, ey. Eine seltsame Röhre. Passt die jetzt hier rein? Gucken wir uns die einfach mal an. Jetzt wird es wieder so komisch hell. Ich teste mal was. Also, das ist anscheinend ein Feature, dass das hier so aufleuchtet. Weil kann man hier irgendwie... Ach, jetzt haben wir doch unser Zahnrad, oder? Genau. Und noch ein Brief. Es dauerte nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir fahren 2 Meilen lang durch heftige Strömung gen Norden, um ihren Vorsprung aufzuholen. Als wir dem Lande näher kamen, wandten wir uns 2 Meilen gen Westen, um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden.
Da von ihr keine Spur war, fuhren wir drei Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir erblickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerte sie das Kap. Nun müssen wir der Tide harren. Also, wir haben zwei Norden. Dann haben wir zwei Westen. Und guck mal, ob das Okular-Ding mal was anzeigt. Nö. Zwei Westen und dann drei Süden. Das sollte wohl reichen, weil ich habe da schon gesehen, dass er irgendwie so das. Haben wir hier so eine komische. Wieso Schiffe versenken? Was ist das? Da kann man resetten, oder? Ich kann ja gar nichts drücken. Ach, ich muss dahin drücken, wo er hin soll, gell? Ah, okay. Ah, da kann ich es so anklicken. Zweimal Norden? Wieso geht das nicht? Durch heftige Strömung gehen Norden. Ist hier Norden vielleicht gar nicht hier oben oder was? Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also zwei Meilen lang durch heftige Strömung gehen Norden. Als wir dem Lande näher kamen, wandten wir uns zwei Meilen gehen Westen. Um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden. Okay. Dann drei Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Durchquerte, wir erblickten, so ehe wir sie aufhalten, und durchquerte sie das Kap. Nun müssen wir der Tide harren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo hier Norden sein soll auf dieser Karte. Das sehe ich ja nicht. Und was ist für ein Kap? Das Kap. Ich meine, ich kann ja rausfinden, wo Norden ist, wenn ich einfach mal selber probiere. Da ist jetzt ein X. Da ist auch ein X. Was ist das hier eigentlich? Kann ich auch so schräg? Dann muss es doch Norden sein. Was ist, wenn ich nur eins fahre? Auch nicht. Gehe ich einfach mal zwei nach Westen und drei nach Süden. Ich muss vielleicht alle machen. Dann zwei nach Westen und drei nach Süden. Okay, zwei nach oben. Zwei nach Westen, dann 1, 2, 3. Ich denke mal jetzt. Wieder so ein Ding. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Kap vorbei führte uns 4 Meilen gen Westen. Okay. Und schon bald sahen wir ihre Masten 4 Meilen im Norden. Aber da haben sie nur gesehen, gell? Das ist. Als sie uns hinter sich erblickte, fuhr sie zweimal nach Westen in eine neue Nebelbank hinein. Angesichts ihrer schweren Ladung könnten wir sie mühelos überholen, sobald sich bloß dieser verfluchte Nebel legt. Hier kommt noch so ein Schlüssel rein. Was steht da? Was ist das denn? Ach, das muss man erstmal so rauskriegen. Guck mal, dann müssen wir das erstmal zur Seite legen. Und erstmal das hier richtig machen. Ein kleiner Schlüssel, den wollte ich mir gar nicht angucken. Ich wollte den mal reintun. Ach, das mussten wir machen. Sonst konnten wir ja gar nicht weiter. Also was hatten wir jetzt? Wir hatten 1, 2, 3, 4 Meilen nach Westen. Dann 1, 2, 3, 4 nach Norden. Und zweimal nach
Westen wieder. Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Wir haben sie jetzt. Kurz vor Mittag legte sich der Nebel und da war sie, 6 Meilen im Süden. Wir nähern uns ihr rasch und sie floh 2 Meilen weiter nach Osten zum Kap hin. Nun ist sie gerade einmal 1 Meile im Norden. Das Kap wird sie nicht mehr erreichen. 6 nach Süden, 2 nach Osten, 1 nach Norden. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Warte mal. Also, 1. Ne, warte mal. Irgendwie macht er gerade nichts. Wir haben sie jetzt. Kurz vor Mittag legte sich Nebel und da war sie 6 Meilen im Süden. Ich kann aber mit dem Ding gar nicht mehr interagieren irgendwie. Hä? Ich habe jetzt wieder einen Hinweis bekommen. Also wenn... Zappen... Ich kann ja nicht... Ich kann das Ding ja gar nicht mehr weiterschicken. Das ist schon wieder Zeit für den nächsten Hinweis. Ich finde das eigentlich ziemlich gut gemacht. Also da kann ich mir vorstellen, dass letztendlich soll es ja ein Spiel Spaß machen. Dann hat es dann jeder selbst in der Hand, wie, inwieweit er rumrätselt. Und dann braucht er nicht irgendwie... ja. Ach, warte mal, das leuchtet so komisch auf, oder? Was zum Teufel ist das denn jetzt hier, ey? Das ist das, was wir brauchen, dieses Steuerrad. Okay. Muss einfach drehen. Jetzt irgendwie dreht sich auch immer zurück. Ist das nur so ein Hinweis, was wir... Die Kanone hat nichts. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, ey. Jetzt haben wir hier dieses schwarze Ding da. Was ist da eigentlich? Da oben irgendwas? Das leuchtet ja auch so komisch. Das können wir uns irgendwie nicht genauer anschauen. Aber warte mal. Ach, die Farben werden ja dadurch auch irgendwie stark verändert, wenn wir das jedes Mal benutzen. Ja, das brauchen wir eigentlich nicht mehr, gell? Irgendwas muss es ja hier zu tun haben. Wir können das hier drehen. Und jetzt, wenn ich ausschalte? Kann ich jetzt mit dem Schiff wieder irgendwie auf die Reise gehen? Nö. Soll ich denn hier irgendwie lotsen? Ah ja, warte mal, jetzt bewegt sich es nach rechts. Alle. Soll das da oben, wenn das ein Kompass sein soll, verstehe ich den aber nicht. Ach, hier gibt es noch ein Symbol. Dann wissen wir, in welcher Richtung, dass wir richtig sind. Mann, ey, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Was ist das überhaupt für ein Okular? Das Okkulte. Ich glaube, das heißt das Verborgene. Na? Nee, nee, weiter, weiter, weiter nach rechts. Okay. Ach, und jetzt können wir das machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann, wie war das nochmal? Eine... Dann 2 Meilen zurück und dann 1 nach oben. Das ist jetzt unser Steuerrad, was wir benötigen.
Also. Hat schon irgendwas Cooles hier irgendwie. Eine bemalte Galionsfigur. Schon irgendwie cool gemacht, muss ich sagen. Vor allem die Stimmung ist ja. Die Stimmung gefällt mir. Auch wenn ich nicht wirklich viel verstehe. Ja. Galionsfigur kommt ja normalerweise vorne dran, gell? Aber hier wohl nicht, oder was? Aber ich kann doch nie im Leben hier in Galionsfigur da. Ja, das ist klar, das ist es nicht. Wo kommt diese Galionsfigur hin? Ach, die kommt hier unten hin, stimmt. Hier unten ist nichts. Aber das Steuerrad haben wir jetzt. Jetzt haben wir Segel gesetzt. SLRL? Weiß nicht, was das heißen soll. SLRL. Ach nee, ich kann das verändern. LOL? Wir haben aber auch nur diese drei Buchstaben. Nee, hier ist noch so ein A. Ach, hier sind noch mehrere. Rose.